Ome sitzt im Glück. Doch ihr passende Ome gerade uns, ganz leger, süd ganz für uns, die Knappen. Yeah.
mal durchgezählt. Wir konnten noch eben kurz reden. Sie sind alle wieder fit und das freut uns natürlich ganz besonders, dass er, ich hätte mal gesagt, in voller Mannstärke, was ja eben ganz richtig ist, dass ihr in voller Stärke hier erschienen seid. Schön, dass ihr da seid. Geht es euch gut? Wunderbar. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte euch einmal das Trifolium vorstellen, damit ihr wisst, wo ihr es mit zu tun habt. Ich begrüße seine Autorität, Prinz Stefan I., bürgerlich Stefan Jung. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Der Stadt Köln. Seine Deftigkeit, der Kölner Bauer, Bauer Andreas! Seiner Deftigkeit durchsagen. Seine Deftigkeit, der Kölner Bauer Andreas Bullisch. Meine sehr verehrten Damen und Herren, damit Abstand, das Allerschönste, was es im Moment im Kölner Karneval gibt. Ihre Lieblichkeit, die Kölsche Jungfrau, Stefanie, heißt bürgerlich Stefan W. Knepper, bitteschön! Da möchte ich Ihnen noch ein paar Herren aus der Equipe vorstellen, ohne die gar nichts läuft. Und man muss sich überlegen, das ist alles ein Ehrenamt. Die machen das alle in ihrer Freizeit, opfern wahnsinnig viel Zeit dafür, damit den drei Herren und Damen es richtig gut geht. Ich begrüße den Adjutanten seiner Autorität. Markus Heller von der Prinzengarde Köln. Markus, vielen Dank. Den Adjutanten des Kölner Bauern, Volker Marx von der Ehrengarde Köln. Und den Adjutanten der Kölner Jungfrau, Karl Theo Franken, auch von der Ehrengarde Köln. Ah, okay. Chef der Prinzen-Equipe, Manfred Block, voller Batzegabe, Manfred, bitteschön. Den Hoffriseur, Thomas Eifler,
auch voller Brandfrieger. Thomas, herzlich willkommen. Und ein Mann, meine sehr verehrten Damen und Herren, ohne den überhaupt nichts laufen würde. Er sorgt dafür, dass die Termine eingehalten werden, dass es eine junge Jod gibt und dass es an nichts fehlt. Den Panzerführer Rüdiger Rudischott! So, ihr Lieben, ich denke, du möchtest ein paar Worte, oder ihr möchtet ein paar Worte an euer neues Wort richten. Bitte schön! Selbstverständlich. Ja, liebe Ecke, liebe Fastelaufsfreunde, das Schöne ist, dass wir jetzt mal im wahrsten Sinne des Wortes diese große Bühne nutzen können, um einfach einmal Danke zu sagen und Respekt zu zollen an die Feuerwehr, für die Feuerwehr Köln, hier einen großartigen Job, den ihr immer leistet, ihr auch zur Sicherheit des Zuges beitragen, überhaupt des Straßenfastelaufens. Also erstmal ganz, ganz herzlichen Dank an die Feuerwehr! Der Beruf des Feuerwehrmanns oder der Feuerwehrfrau steht ja nicht zu Unrecht ganz oben bei der, oder auf der Beliebtheitsskala. Es gehört Mut dazu, Umsicht, Bereitschaft zu handeln. Also das sind alles Dinge, die ihr mitbringt. Und da sind wir stolz drauf, dass wir heute bei euch hier auftreten können. Ja, seit über 5 Wochen dürfen wir jetzt in der Rolle des Dreigestirns unsere Ämter ausüben und ausführen, durch die Seele Kölns rauschen. Und es ist im wahrsten Sinne des Wortes in der Tat ein Rausch, der über uns hereingebrochen ist, ein sehr, sehr positiver Rausch. Wir werden von einer Welle der Sympathie überrollt in all den Sälen, wo wir auftreten dürfen. Und das ist einfach nur Spaß, wir haben einfach nur Bock darauf. Es ist schade, dass es bald vorbei ist, aber es war eine wunderbare Zeit, die wir unser Leben lang niemals vergessen. Jetzt haben wir euch auch noch mitgebracht. War das Applaus? Wer noch nicht steht, der möge sich doch bitte einmal erheben. Denn jetzt ist es Zeit zu schunkeln, zu singen. Wir haben euch ein Medley mitgebracht, die Liedchen kennt ihr alle, singt mit, schunkelt mit. Machen wir mal richtig schön Partyalarm zu Beginn eurer Sitzung. Musik ab bitte! Arribina, Arribinensis, wenn du die Benzis bist im Hundesack. Arribina, Arribinensis, wenn du uns Benzis hältst du uns für jetzt. Thank you.
junge Büchse nur. Die Stars in Hollywood, ach, mal ihre Stoff hier fair. Büchse ist nicht schwer. Und nicht zusammen. Kölsche Major, kölsche Junge, sind der Herr J. Jungs gelungen. Und hätte selber sich gesagt, die erste Feindfahrt hat gemacht. Kölsche Major, kölsche Junge, sind der Herr J. Jungs gelungen. Und hätte selber sich gesagt, die erste Feindfahrt hat gemacht. Herrliches Bild. Der schunkelnde Tanzbrunnen, der singende Tanzbrunnen, die blinkenden Teufelchen da hinten. Ein herrliches Bild. Sehr, sehr schön. Ein Gruß, ja. Sauerland. Kommt ihr aus dem Sauerland? Nein. Was willst du? Lass uns ausrufen. Auf unsere tolle Vaterstadt Kolonia, unser geliebtes Brauchtumsfest, der immer von Hitze Kölle! Die Funkentöter! Auf uns Pens! Sehr zum Wohle! Vielen lieben Dank, ihr Lieben, aber ihr sollt nicht gehen, ohne natürlich unsere Orden zu bekommen. Na, das muss ja. Möchtet ihr fangen? Valerie, Stefan. Alles, alles Gute. Trage ihn mit Ehren und Würde. Ja, unser Jubiläumsorden ist ja 85. Ja, so. Stefan, schenke dir Leben. Alles Liebe. So, dann haben wir noch was Besonderes für euch. Jetzt für irgendeins. Ich muss euch mal kurz was fragen. So, wenn ich das Datum lesen kann, ohne Brille, steht ja nichts. Kannst du lesen? Der 24. August? Der 23. August 1900, was war denn da? Was war denn da? Das war ein Sonntag, es war ein schöner Tag. Und an dem Tag wurde unsere Jungfrau geboren. Und wir haben für euch, für jeden, eine Zeitung von eurem Geburtstag. Ich denke, das ist jetzt Besonderes. Das hätten wir nicht immer. Da könnt ihr mal reingucken. Schreibt ihr es für dich. So, und auch Stefan für dich. Könnt ihr ja nach dem Tag irgendwann mal nachlesen. So, an dieser Stelle sage ich Dankeschön und ich wünsche euch für den Rest der Session alles, alles erdenklich Gute. Rosenmontag braucht ihr euch keine Sorge zu machen, die Sonne wird scheinen und traditionell machen die Funkenpilper für euch den Weg frei. Bleibt gesund, genießt die Zeit, wunderschöne Fastenwoche mit dem meinen Kanal. Margot und lasst uns aufrufen! Auf unser Kölner Rehe stehen! Drehen wir von Exe! Hallo! Reingestellt! Auf uns! Ihr könnt das ja schon von ganz alleine. Meine Güte! Er sieht einfach schön. Margot, bleibt gesund! Wir sehen uns! Rüdiger! Margot, wie geht's? Das ist der Lohn, der ist der Lohn.
der Nippeser Bäuerwehr. Markus, das Mikro ist deins. Wo bist du? Hey Junge, schönen Dank, Herr Präsident. Jörg, ich fasse den Augenzirkel, die Nippe zur Bäuerwehr jetzt umgetrunken, Spaß und Freude in den Tanzbrunnen zu bringen. Oder dummer traditionsgemäß seht's, mit kölschen Tönen in Orange und Wies, gespielt vom Stabsmusik zur Bäuerwehr, unter der Leitung von André Schneider und Walter Dement, du mir der Gefalle, hört ihr Musik in der Saal. Und die Wacht können sie ganz für sich, die ist völlig Schritt noch höher. Ja, ob die schon. Zur Ehre von all den Fastelovenzirke im Saal, aber ganz speziell für unsere Freund Theo Müller, der das höchste Opfer eines Mannes gebracht hat. Er hat seinen ersten Geborenen in der Bürgerwehr geopfert. Wird jetzt präsentiert. Präsentiert das Gewehr. Sie will auch die Schulter, da tun die im Alter noch so lange stoppen kannst. Junge, du mir die Gefalle, stell ihn so zum ehesten Tanz. Und ich schläfe der Spieß, hätte ich mit Tanzen bemüht. Die Pens kommen wieder flück an die Sick. Junge, hab's voran. Ist immer gut, wenn man einen neben sich gehen hat. Ne? Ja. So, wir probieren das. Speziell für all die leckeren Mädchen im Saal. Die schönsten Männer nördlich der Alpen. Bloje der Umgepass, wache, tanz! Ich bin die Misch, hey und sing mit Misch. Und setz dich bitte auf das Misch.
Gewehr, Raff. Stell dich wieder dahin, schön in der Graderei und beschäftigt euch die nächsten 7 Minuten mit Resten. Denn jetzt kommt das Schönste und Leckerste, was die Bürgerwehr überhaupt zu beten hat. Uns Marie mit singem Jung, stell dich auf zum Marieschendanz. Für all die Staatsheere im Saal, tanzt jetzt uns Marie mit singem Jung. Marie, bist du parat? Der Kehl auf. Marieche, tanz! Damen und Herren, ich wollte noch was sagen für die, die vielleicht nicht aus Köln sind. Die Uniformfarben sind nicht verwaschen. Die sind so. Die heißen in Köln Apfelsinefunke, weil sie eben orange sind. Und es ist einer der wichtigsten Chors, die wir in Köln haben. Das ist die letzte Bastion im Kölner Norden. Und die halten uns den Rücken frei von den Düsseldorfern. Wer ist das? So ist das. Okay. Ja. Das ist wichtig. Uns in Nippesau. Euer Applaus. Ja.
Warum? Sie schmeißt dich, du musst weg, ne? Ja, ist klar, ich verstehe das. Ich möchte Ihnen vorstellen, den Kommandanten Markus Lambrechts. Markus, komm mal bei mich rein. Ich möchte Ihnen vorstellen, als Leiter des Stabmusikzuges Walter Clemens und André Schneider. Guck mal, wir haben extra einen Trepp eingebaut. Danke dir, alles Gute. So, zu dir, komm mal, mal ein Schwein. Auch für dich, mit Oliver Funkel, da bleibt gesund. Vielen Dank. Dann möchte ich Ihnen vorstellen, den Offizier vom Dienst, Florian Müller. Komm mal, mal ein Schwein her. Auch für dich, den Orden der Deutschen Funken töten. Majorto, vielen Dank, schöne Session noch. Und dann möchte ich einmal den Tanzoffizier zu mir bitten, den Patrick Carolus. Komm mal bei mich. Das war ja vom Allerfeinsten. Komm mal bei mich. Vielen Dank. Und du auch, blieb gesund. Und natürlich das beste Stück, was an, das Tanzmariechen Christina. Hier steht in Klammern, Stina. Verehrten Damen und Herren, ein Staatsescore, der Staatskommandant, ein wunderschönes Tanzmoor, ein traumhaft schöner Musikzug. Wir sagen Dank der Lippesamore und rufen aus dreimal. Fudetze Kölle, die Mörder und die Funkeltöter. Vielen Dank, ihr Lieben, eine schöne Fastenabend noch. Marajot, wir sehen uns. Bitte schön. Dankeschön, Herr Präsident. Börje, wir Pass. Dann ziehen wir um die Schulter. Rechts und links.
funktioniert manchmal, oder gerade nicht, funktioniert nicht. So, und ich werde jetzt nach vorne kommen, wunderbaren Menschen vorstellen. Sie wissen, die Kölschen Funkenpöter ernennen jedes Jahr einen ganz besonderen Menschen zum Ehrenrangmeister. Dieses Jahr ist die Wahl wieder auf eine Dame gefallen. Es ist erst das zweite Mal in der Geschichte der Kölschen Funkenpöter, dass es eine Dame trifft. Aber diese Dame hat es mit Recht so verdient, wie, ich glaube, keine zweite. Und ich bitte um einen riesigen Applaus für unsere Ehrenbrandmeisterin und Bürgermeisterin der Stadt Köln, Frau Elfi Schuh-Antwerpes. Bitte schön! Kommen Sie mal raus! Was ich nicht glaube. Hier ist sie, hier steht sie, unsere Ehrenbrandmeisterin 2017, Elfi Schuh-Antwerpes. Ja, das, so ist sie, aber da sage ich Ihnen gleich noch was. Ich habe Ihnen schon gesagt, sie ist ein wunderbarer Mensch. Sie arrangiert sich in Köln bei fast allen sozialen Projekten. Ich sage es, bei allen sozialen Projekten. Die Frau ist einfach überall. Sie ist im Vorstand der AIDS-Hilfe Köln. Aber besonders am Herzen liegen ihr die Kinder. Da geht sie fast alles für. Und passend zu unserem diesjährigen Sessionsmotto: Wenn wir uns benzen, sind wir von der Weg. Passt es natürlich wunderschön, dass die Wahl dieses Jahr auf Sie gefallen ist. Sie ist Mitglied im Rat der Stadt Köln und erste Stellvertreterin unserer Oberbürgermeisterin. Weiter ist sie Mitglied im Deutschen Bundestag. Und eins hat sie. Außer dem großen Herz, was ich gerade schon vorgelesen habe, hat sie noch jetzt. Sie hat ein unheimliches Herz für die Feuerwehr und für das Feuerwehrwesen. Frau Elfi Schuh-Antwerpes, wir sagen danke für all das, was Sie tun, im Namen aller, was Sie für die Menschen getan haben. Vielen, vielen lieben Dank. Vor Jahren, als das Stadtarchiv eingestürzt ist und wir wirklich Tag und Nacht vor Ort waren, war irgendwann haben wir uns abends total erschossen, in einem Zelt gesessen. Ich weiß es noch wie heute. Und es gab Grünkohl mit Mettwurst. Und wie selbstverständlich kamen sie dazu, haben sich zu uns gesetzt und haben uns einfach die Stange gehalten und uns gut zugesprochen. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ein Schelm ist der Böseste, weil denkt, ich weiß ja nicht, wo ihr herkommt. Der Frau Antwerpes hat uns Mut zugesprochen. Und das war etwas ganz Besonderes und das haben wir verdammt nochmal gebrochen. Wir alle wissen, was los war. Und hier nochmal, vielen Dank. Es ist nicht selbstverständlich. Dankeschön. Im Namen aller Feuerwehr. Und ich möchte Ihnen ein Sträußchen Blumen überreichen. Hans Becker hat Ihnen gesagt,
die gibt noch für was. Mehr können, wir wissen, wir haben einen wunderschönen Helm. Eine wunderschöne Mütze. Der helle Bach. Was ist am Auge? Das kriegen wir doch hin. Das kriegen wir doch hin. Schön. Achtung, Sie sehen jetzt Frau Herbischuh-Antwerpen mit Helm. Ich möchte Ihnen die Blümchen überreichen. Nein, nein, nein. Ich möchte Sie ein, zwei Worte sagen. Dann übernehmen Sie bitte das Mikro. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Liebe Feuerwehrfrauen, mir sind es immer noch zu wenig Frauen. Herr Feierer weiß, dass wir arbeiten gemeinsam dran, dass es mehr werden. Bald ist ja der Girls' Day wieder. Und Herr Feierer, den werden wir beide dann mal ganz anders aufziehen, als die Stadt Köln das bisher gewöhnt ist. Ich fühle mich als Ehrenbrandmeisterin sehr geehrt, aber auch geerdet. Und das Erlebnis der Tage und Nächte, es waren 14 Tage Tag und Nacht, die ich mehr oder weniger bei der Feuerwehr, bei den Männern und Frauen, ich glaube, Frauen waren ja keine dabei, ne? Ich war so, doch, gut. Also, wir alle standen zusammen und sie haben großartige Arbeit geliefert und das werde ich Ihnen nie vergessen, wo überall ich unterwegs bin, spreche ich von der Kölner Feuerwehr mit ihrer großartigen Leistung, die sie nicht nur jeden Tag für uns unter Beweis stellen, ob das die Berufsfeuerwehr oder die freiwilligen Feuerwehren sind. Ohne sie wäre das, was mit dem Archiveinsturz passiert ist an Ort und Stelle, niemals so abgelaufen. Und wir haben ja bald den Gedenktag und auch da werde ich Sie in meiner Rede wieder mit einbeziehen, weil so ein Erlebnis, was viele, viele Menschen bewegt hat, zwei junge Menschen in den Tod gerissen hat, das darf man nicht vergessen. Und wie gesagt, aus vielen anderen Begebenheiten, auch von den Jubilarenehrungen, viele, viele Geschichten um Sie herum, die ich mit Ihnen gemeinsam erlebt habe. Größte Achtung und ich finde, Sie alle spenden sich hoffentlich jetzt einen warmen Applaus für die Männer und Frauen, die zum Teil ihr Leben zur Verfügung stellen. Manch einer verliert sogar sein Leben. Und dann haben wir wieder alle Spaß und Freude. Die Teufel blinken, es geht wieder im Programm. Aber vorher bitte ich um den entsprechenden Applaus. Herzlichen Dank. Bei der Ernennung ist mir aufgefallen, bei Frau Elfischow. Sie hat ein Faible. Sie küsst gern. Das ist mir aufgefallen. Und ich würde jetzt meinen Elberrat bitten, doch bitte mal bei Ihnen vorbeizuziehen, um zu küssen. Na, bitteschön, Sepp Hoffmann!
besonders. Ich würde danken, ich denke, die Kollegen schaffen. Ich würde sagen, wir sagen unsere Ehren und Brandmeisterin. Wir freuen uns auf Rosenmontag. Das ist das erste Mal, dass uns ein Ehrenbrandmeister Rosenmontag begleitet. Und da sind wir stolz drauf und auf Feuerwerksdruck. Ihr wisst immer an der Spitze, jubelt uns zu. Wir rufen aus an unsere Ehrenbrandmeisterin Elfi Schwab-Werpes. Dreimal Bretze Köln! Elfi Schwab-Werpes und die Funkeltöter. Vielen Dank, einen schönen Abend noch bei uns. Und ich bitte zwei Herren, die Frau Ehrenbrandmeisterin zu ihrem Platz zu bringen. Ja?